Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen technik video Die Notebook-Reihe will einfach nicht abreißen. Diesmal gibt es ein Medion. P7644 Notebook zu bestaunen. Das Teil ist nicht für mich gedacht, das ist für den Freundes- und Familienkreis bestimmt. Und jetzt habe ich jede Menge Infos, der Reihe nach. Medion selber bewirbt das Ding als leichte Gaming-Maschine. Gucken wir uns das Ding einmal an. Intel Core i7, bis dahin klingt es ja ganz gut. 6500, bei der 6 wissen wir alle sechste Generation, also noch Skylake, ist ja nicht schlecht. Und bei dem U zucken jetzt viele zusammen. U ist die Strom- Sparende Variante etwas weniger kraftvoll. Das ist natürlich im Zug von Gaming, naja. Das Zweite, was uns auffällt, eine GTX 950M ist ja eher so Mittelklassenteil. Ist ja auch noch nichts wildes. Räts wird es richtig schön. 17,3 Zoll IPS-Display. Ja, warum nicht? Für, für das, was hier drauf angezockt wird, nicht schlecht. Eine 256er-GB SSD. Das ist wieder was Zufriedenstellendes. ein 1-Terabyte-Datengrab, 8-GB RAM, die man aber auch noch erweitern kann. Und es ist sogar noch ein DVD-Laufwerk und Brenner mit integriert. So, das für die Fakten. Jetzt sagen viele Kenner da draußen. Moment, das Medion P7644 gab es letztes Jahr bei Aldi für, ich glaube, 900 Euro. Stimmt, das kommt dieses Jahr bei Aldi nochmal. Ich glaube, dann mit einem leicht aufgearbeiteten Prozesse und dann 16 GB, aber die 950er M bleibt erhalten. Kostet wahrscheinlich wieder 900 Euro. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, der so interessant ist. Bei mir in der Gegend hat ein Aldi aufgemacht und das Ding wurde für 600 Euro vertickt. Jetzt kann man sagen, 600 Euro immer noch viel Geld. Meiner Meinung nach aber für das, was verlangt worden ist, was man auftreiben sollte, gar nicht schlecht. Nummer 1, nicht gebraucht, sondern neu. Check. Nummer 2, möglichst groß. 17 Zoll. Check. Nummer 3, ein Laufwerk drin, also noch ein DVD-Laufwerk. Check. So, was wird hier drauf in Zukunft gemacht? Ganz normales Office-Tritratrullala-Zeug zu Hause mit einem großen Monitor, wird nicht rumgeschleppt. Die Kiste wiegt, glaube ich, sogar. Lasst mal ganz kurz an die Seite gucken. Irgendwo steht, glaube ich, was von 2,89 2 Kilo. Das ist natürlich meine Ansage, aber für einen 17-Zöller, naja, warum nicht? So, und wir gucken uns das Ding einfach mal an und vergleichen es natürlich. Ich hatte ja gerade erst ein richtiges Gaming-Notebook. Da kostet in der Basiskonfiguration doppelt so viel. Ist dann natürlich auch noch mal ein bisschen leistungsstärker. Aber das, was hier in Zukunft drauf gegamed wird, haha, wer jetzt denkt, Overwatch oder Battlefield oder irgend sowas, nein, weit gefehlt. Da werden alte Heroes-Spiele äh, drauf ge gezockt. Da wird so jede Menge Rundenstrategie wird da drauf gezockt. Da kommt es dann auf, ich sag mal, einen großen Bildschirm an, der einigermaßen vernünftig rüberkommt. Und, ähm, naja, und halt, also, es wird halt nicht, es wurde halt nicht viel verlangt. Also, für den, für den Zusammenhang finde ich das jetzt gar nicht mal schlecht. Das Teil, wie gesagt, letztes Jahr neu 900 Euro, jetzt für 800, äh, nee, für, für 600, 599 oder sowas. Ähm, ich denke mal, das sollte von der, von der, von der Preis-Leistungs-Dinge hoffentlich auf dem Papier, sagt man, hat es mich jetzt mal angesprochen. So, gucken wir einfach mal rein. Krass, es kommt mit Schleifchen. Fängt die Kamera das ein? Wir haben ein Nein, wir haben kein Schleifchen, das ist einfach nur noch Papa Packpapier, was übrig ist. So, in dem Karton ist jetzt nichts mehr drin. Und ich muss ja sagen, was mich sehr wundert: Medion ist ja nach wie vor bei mir auch noch als Aldi. Ja, es steht ja auch noch drin. Medion ist ja bei mir als Aldi-Marke verschrien. Also nach wie vor, auch wenn es die Dinger jetzt online gibt, auch wenn es die Dinger beim Mediamarkt gibt und was nicht alles, aber Medion. Es ist bei mir der Aldi-Rechner. Nach wie vor habe ich das im Kopf drin. Auch ich habe die dieses Jahr auf der IFA zum ersten Mal kennengelernt. Ähm, die haben, wissen selber, dass sie damit noch zu kämpfen haben. Ähm, ich bin jetzt mal gespannt. Was ich richtig interessant finde: Es gibt ja auch eine eigene Gaming-Reihe von Medion, nennt sich ja dann E-Razer. Da wundert es mich auch sehr, dass die mit dem R Razer, den grünen Peripherie-Bastlern oder inzwischen auch Hardware-Bastlern mit Rechner, keine Probleme kriegen. Aber da tippe ich einfach mal drauf. Die wollen sich dann nicht mit der Lenovo-Rechtsabteilung oder dem Lenovo-Konzern anlegen, der da ja hinter steckt. Und ähm, ich finde natürlich Razer, Eraser, das ist natürlich schon ziemlich nah. Jedoch ist es hier natürlich kein Eraser. So, hier gibt es nochmal ein Zubehör. Naja, ein deutsches Handbuch, jo, jo, aber ohne Bildchen. Aber zumindest einiges Grobes erstmal erklärt. Windows 10 ist ja schon drauf, da habe ich jetzt gar nicht geguckt. Wir hätten, ach, ich lasse auch nach bei den Unboxings, wir hätten ja einmal mal drauf gucken können von den Anschlüssen. ST-Kartenteil, USB 3.1 Type-C, aber nicht zum Laden. Einmal USB 3.0, nochmal 2x2.0er, ein lan HDMI-Out und noch VGA. Ich glaube, das Einzige, was noch gefordert worden war, war ein Netzwerkanschluss und der ist ja auch drauf. Auf der anderen Seite steht nochmal was von 6 Zellen Akku Windows 10 Home, wer sich das noch fragt. Und ähm, WLAN auch mit dem AC und auch 5 Gigahertz Standard. Schön fand ich auch auf der Verpackung ist ein Sternchen. Da habe ich auch erstmal lange gesucht auf der Verpackung, bis ich das Sternchen gefunden habe, was dann hier an der Seite steht und drauf steht, Bildschirmsimulation, Änderung vorbehalten. Apps und Windows Store separat erhältlich. Verfügbarkeit und Gestaltung der Apps je nach Region. Da denke ich mir auch, da hätte ja auch einfach mal einer hingehen können, das Ding vernünftig abfotografieren. Aber dass dann wirklich auf der Titelseite ein Sternchen steht, irre. So, aber das war jetzt wieder viel zu lang rumgelabert. Gucken wir uns die Kleinteile an oder das Zubehör noch. Und zwar, das ist einfach nur eine Hülle. Komme ich da so ran? Kann ich hier etwas rausziehen? Ah, ich sehe ein Netzteil. Ich sehe das Netzteil. Krass, 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 krass. Damit ist das Ding leer. Das ist dann wirklich nur das Netzteil. Und da sage ich jetzt einfach mal, nachdem ich ja letztens dieses riesen oschige MSI 150 Watt Netzteil hatte. Klar, das musste ja noch mal eine andere Hardware befeuern. Da kommt das relativ normal daher. So, was steht da hinten drauf? Output, kriegen wir hier irgendwas, Output 9 Volt 4,7 90 Watt äh, 90 Watt, Watt Netzteil. Naja, wo? Guck mal sogar noch Netzteil mit An- und Ausschalter, wobei ich bei 90 Watt ja sage, da hätten sie ja eigentlich auch den USB Type-C-Port nehmen können. Die Dinger unterstützen ja bis 100 Watt. Ja gut, das kostet dann wahrscheinlich extra Lizenzgebühren und was nicht alles hier mit diesen Netzteilen ist ja natürlich eine, eine etablierte Technologie. Da will man ja wahrscheinlich auch noch die Preise niedrig halten. Auch wenn das jetzt gerade ein bisschen langatmig wird, aber ich gucke trotzdem noch mal eine Runde rum, wie lang denn das Kabel ist. Gerade bei so großen Notebooks, also wenn ich über 5,6 Zoll oder 17 Zoll bin. Die werden ja dann auch doch sehr oft stationär eingesetzt. Ne? Da ist man ja wirklich froh über jedes Kabel oder jedes Zehntel Kabel, was man hat. Oh doch, das ist hier locker zwei Meter, zweieinhalb. Ich lehne mich mal aus dem Fenster. Ach doch, so wie das hier aussieht, das ist jetzt gerade wieder schwer vor die Kamera zu kriegen. Aber das wird in Summe wahrscheinlich locker drei Meter Kabel sein. Mit dem fetten Netzteil dazwischen gehangen und naja, eine relativ problemloser Verlängerung. Also das funktioniert schon mal. Also, das, das kriegt schon mal einen Daumen rauf, das geht in Ordnung. Und jetzt kommen wir natürlich zu den Punkten Verarbeitungsqualität. Ich sage ganz ehrlich, für 600 Euro, na, da sind ja meine Erwartungen niedrig. Aber ich muss ja auch im Hinterkopf haben, die 600 Euro, das war jetzt ja einfach nur das, das Aldi-Eröffnungsangebot, normalerweise kostet die Kiste 900. So, und dann gucken wir mal. Alter, ist das riesig! Also, das ist, da sieht man dann doch den. <laughs> ich, der mit 12-Zoll-, 13-Zoll-Dingern immer rumläuft und jetzt auf einmal, oh, also dafür, dass es so groß aussieht. Also, da ist jetzt gerade Gewicht und Größe. Das ist ja immer so eine Sache. Wie sieht das mit dem Verhältnis aus? Das haut noch hin von der Unterseite. Naja, also, also Medion, liebe Freunde von Medion, datiert die Klappe. Habt ihr das gerade gehört? Ich konnte das gerade hier nochmal. Nochmal reindrücken. Die stand genauso wie hier vorne über. ja, hei, 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 hei. machen wir doch mal. Also, das ich <laughs> ist ja hier fast wie bei Ikea. Bitte bauen Sie Ihr Notebook noch zusammen, nachdem Sie es erhalten haben. So, einmal unten an die Klampe packen und drücken, dann funktioniert das. Ich sehe hier unten aber zwei schöne Sachen. Nummer eins, eine relativ leicht zu öffnende 1, 2, 3, 4, 5 Schräubchen. Dann komme ich hier an die Platte, komme ans RAM, komme wahrscheinlich an die, Steckplatte für die Steckplätze für die Festplatte. Da sollte es problemlos gehen. Und was es ja auch noch gibt, guckt euch das an: ein, ein herausnehmbarer Akku. Ähm, der ist herausnehmbar. Der ist anscheinend nur mit Schräubchen da festgemacht. Also den mal eben rauszunehmen, klappt nicht. Zumindest sehe ich hier keine Halterung. Aber der sieht doch problemlos herausnehmbar aus. So, dann klappen wir das Ding doch mal auf. Und tada, tada, da Einmal wieder jede Menge, naja, die Screenprotektoren. Nehmen wir sie runter. Die Webcam ist auch noch abgeklebt, Na, das können wir erstmal kurz lassen. Dann ein Warnhinweis, attention, attention, ähm, um eventuelle Schäden am Display zu vermeiden raten wir dazu, diese Auflage auf die Taster zuzulegen, bevor Sie das Notebook schließen. Ja, nee, ist klar, logisch Leute, wenn ich das zuklappe und dann hüpfe ich da drauf rum und steppe da mal eine Runde drauf rum, ne? dann ist klar, dann hat man die Tastenabdrücke im Display und, ah, aber im Normalfall, also naja, so, was haben wir sonst noch? Ach, guckt mal an. Jetzt, jetzt kriegen wir doch den Eraser schriftzug Auf der ganzen Außenverpackung werben sie nicht mit Eraser, aber hier drin packen sie jetzt den Eraser Aufkleber. Energy Star, Core i7 inside, da ja natürlich kein Hinweis auf den U äh, auf das U und eine GeForce GTX. Also, da wird man, sagt man dann doch eine Runde, hier, wir sind doch zum Zocken gedacht. Krass ist das groß. Ist das groß? Und hier klebt hier auch noch hm, sehr schön. <laughs> noch Klebereste. Ah, Medion, Medion, Medion. Was soll das nur werden? Jetzt habt ihr da echt noch. Krass, jetzt ist hier immer noch. Ja, gut, das ist ja wenigstens noch so ein getrocknetes Klebeding. Ah, wäre das jetzt richtiges gewesen? Naja. Sound Optimized bei Dolby. Das klingt doch nett. Und ich sehe hier oben, ich weiß nicht, ob die Kamera das einfängt. Da sieht hier natürlich so oben so nett aus, als ob hier ohne Ende Sound-Lautsprecher verbaut wäre. Nö, hier ist der eine, da ist der andere. Wie das Gerät klingt, das werde ich euch natürlich auch noch erzählen. Und jetzt, erster Kontakt mit den Tasten, wobei ich sage, die sehen jetzt richtig klein aus im Vergleich. Und oh, nö, Chiclet-Tastatur, genug Platz dazwischen. Normales Tippen, lasst mich mal kurz mit dem Kopf runtergehen. Äh, nö, da biegt sich beim normalen Tippen eigentlich nichts durch. Vielleicht in der Mitte so minimal. Wenn ich, ach doch, guck mal hier. Wenn er aber dann mit Druck drauf drückt, ähm, ja, aber nix. Das geht in Ordnung. Das geht in Ordnung, wobei ich sagen muss so richtig also supi dupi hochwertig fühlt sich das jetzt nicht an das ist normales Zeug. So und vom naja, wenigstens richtige Tasten, passt, komme ich alles problemlos dran. Das Trackpad, hätten sie meiner Meinung nach noch ruhig noch ein bisschen größer basteln können. Platz wäre ja da gewesen und wir haben hier die Tasten links rechts. Wie gut jetzt das Trackpad ist, das muss ich natürlich auch noch an, äh, noch rausfinden. Ich schalte es einfach mal an in der Hoffnung, dass wir noch Strom drauf haben. Nee, da passiert nichts, da ist nichts dran. Hier unten die Leisten sind, äh, die, die LED-Anzeigen oder die Blinkdinger bleiben auch ausgeschaltet. Nein, dann muss ich das Gerät jetzt einmal an den Strom hängen und dann gucken wir mal. Ich, ein Einrichtungsvideo brauche ich hier, glaube ich, nicht zu machen. Das ist ein normales Windows 10 Home Drive. Was mich jetzt aber kurz mal für den ersten Eindruck noch anspricht: Display, Helligkeit, Ausleuchtung. Da habe ich bei einigen gehört, ähm, die Dinger kamen hier und da mit Clouding-Problemen, also Background-Bleeding zu kämpfen. Ton und naja die Benchmarks. Na, ich glaube, das kann ich. Und Benchmarks packe ich dann, wenn ich darauf ein paar Spiele gezockt habe. Also ganz kurz einrichten. Ach, von wegen, ich habe da noch die Anschlüsse vergessen. Gehen wir einmal ums Gerät rum. Recht, linke Seite, Stromanschluss, VGA, da sage ich schon. VGA, Netzwerkanschluss HDMI, USB 3.0 und unser USB Type-C 3.1, ich glaube erste Generation. Doch, die sehen alle ganz okay aus, wobei man hier natürlich sieht, dass das Hartplastik, Guss, was auch immer, Gehäuse, ja, yeah, also da wirkt der Deckel deutlich geiler als, als das untere Teil. Vorne unseren großen Kartenleser, ohne, na, das, da hätte ich jetzt aber noch erwartet, dass man hier ähm, so einen Plastikdummy reinschiebt, dass das nicht vollstaubt oder sowas, dass der zu so groß und offen daherkommt. Naja, und auf der linken Seite Kopfhörer, Mikrofon, zweimal USB 2.0. Der eine sitzt ja schon ein bisschen schräg drin. Naja, das ist so die Sache, wo ich mir denke: ein Gerade für ein Gerät, was fast 1000 Euro kosten soll. Mh, auch wenn es ein fetter 17 Zöller ist, da hätte man noch ein bisschen mehr auf die Verarbeitung achten können. Medion, Medion. Unser DVD-Laufwerk und unser kensington lok und auf der Rückseite ist nichts. Aber jetzt Strom und dann einmal kurz einrichten. Monster-Start und alter Falter, das kann man sich ja gar nicht ausdenken. Ich wusste ja gar nicht mehr, dass es so etwas noch gibt. Oh, all die Blumen, all die Live-Music, all die Südreisen, all die Startseite, all die Talk-Medien. Alter Falter, also ist ja... Äh, wow, okay, Lautsprecher funktionieren, soweit sind wir ja schon mal, Updates installiert. Aber ah, ganz ehrlich, dass ich solche vorinstallierten Apps habe, hier McAfee security oder sowas, wow. Cyberlink hat sich auch eingekauft. Ah, also es sind so Sachen, da denkt man sich ja nach wie vor, ich kaufe zu wenig Windows-Rechner. Dieses Problem, das hatte ich früher permanent. Inzwischen denke ich mir, weiß ich ja schon gar nicht mehr. Dann gucken wir uns einfach mal an, wie viel haben wir denn noch frei? Ach, das sieht doch hier gar nicht mal so schlecht aus. Von unseren 256 GB sind 236 frei, da wird nicht frei, aber 32 GB gehen dann für internes Zeug schon mal weg. Also auf unserer SSD haben wir gute 200 GB frei. Das ist doch 1A, ah, egal was ich da an großen Programmen drauf installiere, die dann schnell laden müssen, die von dieser SSD profitieren, passt. Dann unser 1TB Datengrab, klar, da haben wir die Unterumrechnung von Bit in Byte, da haben wir noch 871 GB komplett frei, geht total in Ordnung und dann haben wir unsere Recovery-Partition, die warum auch immer. Warum, naja, vielleicht hat da noch einer Platz für Updates oder sonst was gelassen. Sehr verwirrend. 60 GB haben sie davon frei ähm, abgezweigt und davon sind dann noch, naja, 38,4 frei. Gut, also, ähm, ja. Aber ich finde es ja schön, dass angezeigt wird und nicht, dass du da irgendwo versteckt ist oder sowas. Und sich die Leute dann immer fragen, wo ist mein Speicher geblieben? Hier kann sich das jeder selber errechnen. Gucken wir einmal ganz kurz rum und zwar, wir haben NFN-Tasten und. ach so, das war schon die maximale Helligkeit. Die Kamera dunkelt ab. Ich gucke mal, ob ihr das hinten, ob ihr das seht. Ne? So, jetzt sind wir bei 0. Da ist es immer noch schön hell. Also, was heißt schön hell? Aber wenn das die dunkelste Helligkeit ist, da habe ich aber gerade skeptisch, im dunklen Kämmerlein, ob da nicht ein Film oder ein Spiel zu hell daherkommt, weil ich sitze hier gerade wirklich in der hell ausgeleuchteten Küche, die, die Sonne scheint. Gehen wir einfach mal so auf mittler 50% Helligkeit. Ach, so viel Abstufung habe ich ja gar nicht. Ja, das ist okay. Und wenn ich jetzt auf Maximum gehe... Passt. Also, was heißt passt? Das ist definitiv kein Rechner für drin, sondern für, äh, für draußen, sondern ein Rechner für drin. Dann lass mal ganz kurz so Richtung Spiegel, ähm, Richtung Fensterscheibe. Hier seht ihr, hier müsste jetzt eigentlich die fette Glasfront zu sehen sein, aber wir haben mattes Display. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus gerade. Also mit den Reflexionen, nö. So, von den Farben, da kann ich jetzt natürlich noch nichts sagen. Auf dem ersten Eindruck, es ist nicht besonders hell. Es ist einfach, es ist einfach Standard. Aber es sieht okay aus. Und von dem Blickwinkel, oh McAfee mal wieder. Ähm, das sieht ja hier gar nicht so schlecht aus. Ich gehe mal ganz kurz mit dem Ding ins dunkle Kämmerlein und gucke mir mal die Ausleuchtung an. So, und jetzt bin ich im fast dunklen Kämmerlein. Ich hoffe, ihr kennt etwas. Das hier unten ist nicht auf dem Bildschirm, das ist die An- und Aus-Taste, die ihr hier seht. Die Maus geht von da oben bis da unten. Die Leiste habe ich jetzt einfach mal ausblenden lassen. Und ich habe die Helligkeit so angepasst, wie es jetzt, wie ich jetzt drauf gucken würde, also ganz im normalen Betrieb. Die Kamera fängt das ein bisschen zu wenig ein, denn wir haben hier unten links, also ich gehe mal ganz kurz mit der Maus hier, also hier unter dem Mauszeiger. Da leuchtet etwas und hier rechts leuchtet es auch etwas. An den Seiten oben und runter habe ich null, also wirklich null Background Bleeding, also dass ein bisschen Licht durchschimmert. Jetzt ist die Sache, fällt das auf? Nein, normalerweise würde ich ja irgendwas machen. Also den Lichthof würde ich sehen. Sobald man die Leiste einblendet, fällt da nichts auf. Ich drehe jetzt mal die Helligkeit richtig schön auf Maximum. Jetzt habe ich das Display ausgemacht. Also jetzt Helligkeit auf Maximum. Und jetzt seht ihr, was ich meine. Das hier fängt jetzt die Kamera ein. Das ist aber deutlich, deutlich krasser als ihr das mit dem normalen Auge dann wahrnehmt. Beziehungsweise das ist eine Helligkeit, die würdet ihr normalerweise nicht benutzen, weil jetzt ist der ganze Display, wirkt nicht mehr schwarz, sondern eher so hellgrau und es ist viel, viel, viel zu hell. Die Kamera fängt es halt nicht so schön ein. Aber ihr seht jetzt die Stellen, die ich meinte. Links unten so, ein, so etwas und rechts etwas. Das wirkt jetzt gerade krass. Wenn ich aber wieder die, die Helligkeit runterschraube, ähm, ja, das ist genau so, wie die Kamera das jetzt darstellt. Das ist das Extremste, wie man es selber mit dem Auge dann bei dem oder bei meiner Version, die ich jetzt hier gerade erwischt habe, wahrnimmt. Finde ich natürlich nicht prickelnd, ganz ehrlich. Gerade wenn so ein Gerät 1000 Euro kostet oder 900 Euro dann kostet, da dürfte dann so etwas echt nicht sein, dass das dann, dass das hier nicht vernünftig sitzt, weil, naja, das, ihr seht es ja, wenn jemand hier was drauf rumdrückt. Ähm, dann ändert sich da hier und da etwas, das ist Murks. Also ne, da ist sowas, wo ich denke, guckt mal hier, wenn man dann was weiter noch drauf drückt, ähm, müsste man da mal gucken, ob man, naja, von Hand selber anlegen dann eher nicht. Ähm, ich sag mal so, für den Preis, den ich jetzt da gezahlt habe, die 600 Euro, ähm, ich werde das demjenigen noch vorführen und sagen, hey, kommst du damit klar, kommst du nicht damit klar? Ich käme damit so, wie es jetzt ist, denke ich mal, problemlos klar. Und vor allem das Schlimme ist, ich habe schon so viele von den Medion-Laptops gesehen, auch Info <laughs> selber gesehen, online gesehen. Ähm in dem Preissegment baut Medion eigentlich, glaube ich, so gut wie nichts, was dann, also wenn man da mal ein Gerät ohne bekommt, dann ist es richtig gut. Erinnert so ein bisschen an bei Amazon mit den Kindle. Da sind ja auch hier und da auch mal Lichthöfe oder sind eigentlich regelmäßig Lichthöfe. Aber gut, also das ist jetzt so was, wo ich sagen kann, gerade weil es nur unten ist, kann ich damit noch gut leben. Wenn das oben wäre, wo, man, wo ich persönlich deutlich öfter hingucke, fände ich das weiter doof. So, machen wir aber mal weiter. So, ich habe es dann nochmal bei halber Helligkeit oder bei einem halb abgedunkelten Flur gesehen oder sowas und im normalen Alltagseinsatz fällt das so Null auf, dass, dieser, dass da was leuchtet. Das ist halt nur dieser extreme Fall, wenn man wirklich im komplett dunklen Kämmerlein sitzt, wenn man normal am Schreibtisch noch mit Licht sitzt, dann fällt das wirklich null auf. Aber es ist halt was, wo ich dann auch immer wieder sage, ah, das stört mich vor allem, weil es doch eigentlich durch eine Qualitätskontrolle behebbar sein sollte. Was mir auch aufgefallen ist im dunklen Tippen, dass die Tastatur hat keine Hintergrundbeleuchtung. Also das ist was, wo ich mir dann auch denke, für einen Tausender hätte es eigentlich schon haben können. Vielleicht jammer ich hier auf, auf hohem Niveau oder sowas oder zu, erwarte ich zu viel, aber naja, gucken wir uns noch oder hören wir uns besser noch die Lautsprecher an. Und was ich bisher so beim Rumsurfen oder auf einer Webseite sehe, vom Bild, von der Helligkeit, nö, passt. Also darauf zu lesen und schön, dass ich hier noch den Testbericht zu dem, anderen, zu dem richtigen Gaming Notebook habe spielen wir das mal ab und hören wir mal rein. YouTube willkommen zu einem neuen Technik kartier Video. Und das sind erstmal das 75. zum MSI Gaming Notebook. Das hier ist die G-Serie, das GS60 und in den letzten Wochen und Monaten habe ich dem Gerät ausführlichst auf den Zahn gefühlt. Ich war ja vor einigen Monaten auf einer Taiwan Excellence auch sowas mal zum Testen zugeschickt bekomme. Und eins kann ich jetzt verstehen. Die haben ja auf dieser Taiwan Excellence Award Auszeichnung naja, die Geräte gezeigt... So, also erster Eindruck vom Lautsprecher oder von den beiden Lautsprechern geht in Ordnung. Die sind nicht besonders, also die sind halt laut, aber sie zerren dann auch. Also ich würde mal sagen, äh, die wird man nicht über, naja, schon wieder auf den Stromsparmodus, ähm, die wird man nicht, denke ich mal, über, über 60% oder sowas oder 70% maximal. Danach zerrte erst da sonst schon was. Das zweite Wahl, auch wenn es nur meine Stimme war, aber so bassmäßig oder irgend sowas. Nee, wer damit zocken will, der braucht ganz klar, wer laut zocken will, irgendwelche Lautsprecher, da ist ja jedes 2.1 System für 50, 60, 70 Euro, so äh, Logitech-Einstiegsdinger oder sowas bieten deutlich mehr, äh, ja, als, als, naja, das halt. Oder man zieht halt sein Headset auf. Aber äh, für das normale Zeug, um hier einen Film zu gucken oder sowas, sollte das eigentlich ausreichen. Also ich habe saß, jetzt natürlich gerade auch nur einen Meter davon entfernt. Was ich mir für einen gemütlichen Netflix-Abend oder sowas damit noch basteln kann, das ist natürlich auch noch eine Frage. Aber der erste Eindruck war jetzt gar nicht mal so schlecht. So machen wir mal ganz kurz noch weiter, damit wir noch den Rest vom sowas bekommen. Bild sehen. Und wenn ich mir das hier mal angucke. Und, ne, genau, Full-HD-Auflösung. Für die Leistung, äh, wenn ich einen eigenen Rechner baue, wenn ich dann noch einen Monitor rechne, und was ich dann nicht mitstellen kann, geht's, sage ich jetzt einfach. Passt! In Ordnung. Also, vor allem hatte ich hier auch gerade kein, kein Hintergrundrauschen. Ähm, liegt natürlich auch ein bisschen daran, ich habe hier einen permanent sich drehenden Lüfter. So, Lüfter kommt irgendwo. Hier irgendwo sitzt da. Ich bin mal sehr gespannt, ob wir einen zusätzlichen, müssten wir eigentlich haben, einen neuen einen zusätzlichen Grafikkarten, GPU-Lüfter haben. Vielleicht sitzt der dann auf der anderen Seite. Aber das sind so Sachen, die muss man noch rausfinden oder die muss ich rausfinden, wenn ich damit rumzocke und was nicht alles. Wenn jemand noch spezielle Fragen hat, weil ich werde natürlich auf die Gaming-Performance gucken, auf die Tipp-Performance, das Trackpad bisher macht einen soliden Eindruck. Also, das ist ja nichts, es ist natürlich so eine Plastikoberfläche, es ist noch nichts, wo ich in Verzückung gerate. aber was ich sage einfach mal total brauchbar daherkommt und ich sage mal bisher für 600 Euro bin ich damit zufrieden. Ich werde als nächstes die diversen Spiele drauf äh, laden, die Performance testen, die Akkulaufzeit testen und wem sonst noch etwas reinfällt. Ich bin offen für Vorschläge und ähm, Vergleiche oder sowas. Und ich bin natürlich, wir hatten ja gerade das lustige MSI-Video da vorne drauf. Ich bin mal sehr gespannt, wie weit mich das. Naja, ich komme gerade vom richtigen MSI Gaming Notebook. Wie weit mich dann so ein Aldi Notebook, was die Hälfte oder ein Drittel kostet, je nach Konfiguration, was man da rausholen kann. So, aber das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss.